etwas, was Kinder sehen sollten. Moment mal, was ist denn hier los? Dieses Auto mitten in der Darmstädter Innenstadt ist nicht irgendein Auto. Nein, das ist der kleinste Zirkus der Welt, Liberta. Nach fünfstündiger Anreise aus dem Allgäu erkunden die kleinen Artisten erst einmal die neue Umgebung. Ich fand sie entzückend. Wir sind extra von Frankfurt hergekommen. Statt Tiger und Elefanten stehen bei Zirkus Liberta ganz normale Haustiere im Mittelpunkt. Aber wer gehört denn nun alles zum Zirkus? Also circa 150 Tiere, Hühner, Enten, Gänse, Mäuse, Hunde, Katzen, Schweine, Schafe, ja alles Mögliche, Katzen natürlich. Und denen bringt Dieter Schätz allerhand bei. No. Wir entspannen uns total. Jede Feder wird jetzt schwerer und schwerer. Hypnose. Ich höre sie schon wieder rufen, den zum heutigen Tage zu sagen hat. Ich erlöse dich aus der Schiefschlafphase. Wie hat das eigentlich angefangen? Indem ich einen anderen Zirkus gesehen habe und mir das nicht gefallen hat, wie das gemacht wird. Ich habe vorher ein Kurbad gehabt mit 12 Angestellten, Schnauze voll, und dann mit einer Henne angefangen, Zirkus zu machen. Man muss halt eng mit den Tieren zusammenleben, damit man sieht, was machen die, wie verhalten die sich. Jede Ente springt in ein Wasserbassin, jede Ente, auch am Teich. Ich mache halt den Todessprung draußen. Holger, ich sage jetzt das Wort. Hallo, ich hab's noch nicht gesagt. Ich sage jetzt das Wort. Action! Go! Das war die Ente Holger! Das Publikum ist von den Kunststücken der gefiederten Hauptdarsteller begeistert. Aber auch die Katzen haben ganz besondere Talente. Das war die Katze Schneeweißchen. Man muss nicht perfekt sein, um eine gute Show zu machen. Im Vordergrund stehen erstmal die Tiere. Und das Wesen der Katze spricht ja für sich. Ich meine, wenn die keinen Bock hat, sagt jeder, ja gut, Katze. Beim Tiger müsste es funktionieren. Und deswegen habe ich keinen Tiger, weil das einfach erstens mal doof ist, um blöden Tiger da zu halten im Käfig für eine Nummer. Meine Katzen toppen die ja zehnfach. Und die kann ich laufen lassen. Die können den ganzen Tag draußen sein. Und haben ein schönes Leben. Und ein Tiger muss das ganze Leben lang einsperren. Da bin ich eben totaler Gegner, dass man die Tiere überhaupt einsperrt. Das Risiko ist natürlich größer, dass ihnen was passiert, wenn sie immer draußen sind. Aber heißt ja auch Liberta, Freiheit. Das Konzept geht auf, denn den großen und kleinen Zuschauern gefällt die Show. Also es war halt so, da war halt so ein Draht, da ist die Katze drüber gelaufen. Dann ist noch eine andere Katze durch den Feuerreifen gesprungen. Eine Ente ist durch eine Rutsche runtergerutscht. Luzi, wie hat es dir gefallen? Gut. Was hat dir am besten gefallen, Luzi? Die Schweine. Und auch mit denen macht Dieter Schätz alles richtig. Wie bei den Menschen auch. Die laufen mir halt hinterher wie der einen. Wenn du einen Freund hast, er läuft auch durch die Fußgängerzone hinterher, wenn du nett zu ihm bist. Wenn du nicht nett zu ihm bist, verlässt er dich. So ist bei denen auch. Liebe.